Die Ostsee bei Bornholm. Für viele das Sinnbild einer Urlaubsidylle, doch genau hier wurde am 26. September der erste kriegerische Akt gegen Deutschland seit dem 8. Mai 1945 verübt. Unsere einzige sichere Gasversorgung wurde gesprengt. Um 2.03 Uhr riss ein Sprengsatz einen Strang der Pipeline von Nord Stream 2 auf. Um 19.03 Uhr wurde Nord Stream 1 an beiden Leitungen schwer beschädigt. Eine vierte Detonation wurde nachträglich am 29. September festgestellt. Eine Röhre von Nord Stream 2 blieb intakt. Die Terrorattacke fand statt, nachdem in den Wochen zuvor der Ruf nach einer Inbetriebnahme von Nord Stream 2 angesichts der erwartbaren Gasmangellage immer lauter geworden war. Auf unzähligen Demos bundesweit oder wie hier direkt in Lubmin, dem Ort, an dem die Ostseeleitungen münden, versammelten sich tausende Menschen unter der Losung Nord Stream 2 öffnen. Also ich bin dafür hier, dass Nord Stream 2 endlich geöffnet wird, damit wir Verbraucher nicht länger durch unsere Regierung geschröpft werden. In einer aufsehenerregenden Aktion besetzte der bekannte österreichische Aktivist Martin Sellner am 29.08. das Terminal in Lubmin und gab symbolisch die Leitung frei. Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kubicki hatte zuvor geäußert, wir sollten Nord Stream 2 jetzt schleunigst öffnen, um unsere Gasspeicher für den Winter zu füllen. Zustimmung erhielt er von der linken Ausschererin Sarah Wagenknecht und von Unternehmerzusammenschlüssen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, die im August und September auf die Straße gingen. Bemerkenswert waren auch die Äußerungen des Trigema-Chefs Wolfgang Grupp, der mit Blick auf den neuen Hauptfeind Putin sagte, wir haben einseitige Gasverträge gemacht, wir haben Nord Stream 1, Nord Stream 2 gebaut, Milliarden investiert und am Schluss sagt man, das ist ein Verbrecher. Dieser anschwellenden Meinungswelle wurde durch die Sprengung der Pipelines der Boden entzogen. Der Mainstream machte sofort den Schuldigen in Moskau aus. Die Spur führt zu einer Spezialeinheit Putins, wusste Bild schon am 28. September. Da waren gerade 2 Tage seit dem Anschlag vergangen. Die Schuldzuweisung ist grotesk. Hätte Russland die NATO-Energieinfrastruktur zerstören wollen, so hätte es die Gasröhre zwischen Polen und Skandinavien, Baltic Pipe, angreifen können, die erst kurz zuvor eingeweiht worden war und ebenfalls am Grunde der Ostsee verläuft. Der Anschlag war von US-Präsident Joe Biden schon am 7. Februar angekündigt worden. Wenn Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenze überqueren, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden es beenden. Auf den Einwand einer Reporterin, dass Nord Stream Deutschland gehöre, fügte er hinzu, ich versichere Ihnen, wir sind dazu in der Lage. Bundeskanzler Scholz stand neben ihm und lächelte verständnisvoll. Verräterisch war auch der Glückwunsch von Polens Ex-Außenminister Radosław Sikorski am Tag nach den Sprengungen. Thank you, USA. Die britische Premierministerin Liz Truss schrieb wenige Minuten nach den Detonationen ihrem US-Kollegen Anthony Blinken laut dem berüchtigten Web-Experten Kim.com Schmitz eine Textnachricht mit den Worten It's done, es ist vollbracht. Genau dieser Blinken äußerte sich dann am 30. September folgendermaßen. Die Angriffe auf die Nord Stream Pipelines bieten eine enorme Chance, Europas Abhängigkeit von russischer Energie ein für allemal zu beenden. Äußerungen wie diese brachten alternative Faktensucher schnell auf die Spur nach den Tätern. Als erstes geriet das NATO-Manöver Baltops 22 mit 45 Schiffen und 7000 Soldaten bzw. Matrosen in den Blick, das von Juli bis September in der Ostsee durchgeführt wurde. Einer der teilnehmenden Stahlkolosse war die USS Kearsarge, eine Flugzeugträgerversion mit zusätzlicher Spezialisierung auf Unterwassereinsätze, zum Teil mit Kampfschwimmern. Die Kearsarge ankerte am 20. August in Memel, fuhr dann weiter nordöstlich nach Helsinki und kam am 22. September wieder im Großen Belt an.
Auf dem Kurs nach Westen muss es also das spätere Sprenggebiet bei Bornholm passiert haben. Aber die Detonation selbst kann nicht von dieser amphibischen Kampfplattform ausgelöst worden sein. Dafür war sie am 26. September schon viel zu weit weg. Möglich ist aber, dass die Kearsarge-Unterwasserspezialisten die mindestens 400 Kilogramm Explosivstoffe an den Röhren befestigt haben. Weitere verdächtige Objekte ergaben sich aus der Analyse der Daten der Luftüberwachung. Am 25. September flog ein Flugzeug aus Richtung der Färöer-Inseln nach Polen und wurde dort in der Luft von einem US-Tankflugzeug aufgetankt, das vom Stützpunkt Spangdahlem in der Eifel gestartet war. Dann steuerte es Richtung Bornholm. 35 Minuten vor den Detonationen erreichte es das Zielgebiet und schaltete dann die Flugerkennung, den sogenannten Transponder, ab. Damit wurde es für die Radarortung unsichtbar. Es ist denkbar, dass von diesem Flugzeug aus die Sprengladungen gezündet wurden, nachdem seine Besatzung festgestellt hatte, dass die Luft über den Sprengstellen rein war, schreibt Helmut Röver, der frühere Chef des Thüringer Verfassungsschutzes. Neben diesem Geisterflugzeug waren noch zwei Geisterschiffe zum Explosionszeitpunkt in Tatortnähe, die ebenfalls mit abgeschalteten Trackern operierten, also unsichtbar für die Ortung. Erst Wochen später wurden sie entdeckt, als die amerikanische Internetzeitung Wired für ihre Ausgabe vom 11. November Satellitenbilder der darauf spezialisierten amerikanischen Firma SpaceKnow auswertete. Es wird Aufnahmen von Überwachungen geben, das lässt sich langfristig kaum verheimlichen. Etwa sich der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes August Hanning kurz nach den Anschlägen auf Nord Stream sicher. Es müsse Satelliten sowie Unterwasseraufnahmen akustisch von Sensoren und Kameras geben. Deutschlands Marine etwa horcht aus Eckernförde bis in die Neva bei St. Petersburg. Jede Umdrehung einer Schiffsschraube wird registriert und kann analysiert werden. Die Insel Bornholm, vor der die mutmaßlichen Anschläge durchgeführt wurden, ist ein militärischer Horchposten der Dänen. Schweden überwacht seine Gewässer seit dem Kalten Krieg komplett und Polen klärt ebenfalls für die NATO Über- und Unterwasser auf. Seltsam nur, keinerlei Aufnahmen wurden bisher von den NATO-Staaten zur Verfügung gestellt. Russland wurde ohne dies von den Untersuchungen ausgeschlossen. Aber auch die deutschen Schiffe, die am 10. Oktober die Lecks untersuchen sollten, wurden schon am 14. Oktober wieder zurückbeordert. Dänemark und Schweden wollten die Anschläge allein aufklären. Und doch musste Berlin auch zum damaligen Zeitpunkt schon Kenntnisse haben. Das Kommando Spezialkräfte Marine nahm nämlich zusammen mit dem Objektschutzregiment der Luftwaffe Friesland an der NATO-Übung Baltic Tiger in Estland teil. Abfahrt der Transportschiffe war im Ostseehafen Eckernförde ab 21. September, Ankunft in Tallinn am 27. September. Das heißt, im zeitlichen Umfeld der Sprengungen müssen deutsche Marineeinheiten Bornholm passiert haben. Vor diesem Hintergrund ist es empörend, wie die Regierung mauert. Die linke Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht erhielt auf drei parlamentarische Anfragen Mitte Oktober die Antwort, die Bundesregierung sei nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass weitere Auskünfte aus Gründen des Staatswohls nicht, auch nicht in eingestufter Form, erteilt werden können. Grund dafür sei die Third-Party-Rule für die internationale Zusammenarbeit der Geheimdienste. Danach unterliegt der internationale Erkenntnisaustausch besonders strengen Auflagen. Wagenknecht kommentierte, de facto sagt uns die Bundesregierung, dass sie zwar etwas weiß, es aber aus Gründen des Staatswohls den Abgeordneten noch nicht einmal in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestags zur Kenntnis geben kann. Man könne nun nur spekulieren, welche Erkenntnisse über die Urheberschaft der Anschläge das deutsche Staatswohl so essentiell betreffen könnten, dass man sie unbedingt geheim halten müsse. Die schwedische Regierung gab dann nach Abschluss ihrer Tatortuntersuchungen Ende Oktober bekannt, dass Sabotage mit Sprengstoff der Grund für die Lecks an den Pipelines war. Das wusste man aber längst, zumal eine private Firma schon zwei Wochen zuvor Aufnahmen vom Meeresgrund über die Zeitung Expressen veröffentlicht hatte, auf denen die Auswirkungen der Detonationen sehr gut zu sehen waren. Ende November startete Greenpeace mit zwei Forschungsschiffen, der Beluga 2 und der Petrine, zur Untersuchung des Meeresgrundes rund um einen der Tatorte.
Die Organisation teilte nach Auswertung der Filmaufnahmen und Probeentnahmen eines Tauchroboters mit, das aktuelle Gutachten eines Sprengstoffsachverständigen zeigt, dass die Nord Stream 1 Pipeline sehr wahrscheinlich von außen gesprengt wurde. Tatsächlich sieht man auf einem der Videos ein hoch vom Meeresgrund aufragendes Rohr. Dessen Betonummantelung ist teilweise zerstört und der Stahl an der aufgesprengten Öffnung meist nach innen gebogen. Letzteres deutet klar darauf hin, dass die Explosion nicht im Inneren der Röhre stattfand. Diese Expertise schließt damit eine Täterschaft im Auftrag des Kreml aus. Da während des großen NATO-Manövers Baltops 22 ohne dies keine russischen Schiffe eine solche Terroraktion ins Werk hätten setzen können, war von NATO-Ideologen als Hilfswaffe gestreut worden, dass Bomben auch über Gazprom-Reinigungsroboter im Inneren der Pipeline hätten platziert werden können. Dass sogar Greenpeace, eine dezidiert Putin-kritische Aktivistengruppe, nun diese Variante verneint, ist ein schwerer Schlag für die westliche Propaganda. Der Sprengstoffsachverständige Wolfgang Spierer stieß auf weitere Ungereimtheiten am Explosionsort. So müsse es dort eigentlich wesentlich mehr Teile der zerstörten Pipeline geben. Wenn etwa 250 Meter Pipeline zerstört worden, könne das Material nicht verschwunden sein, fasste die Welt seine Aussagen zusammen. Aber wo sind diese Objekte geblieben? Der Verdacht ist zwingend, dass frühere Suchtrupps sie geborgen und mitgenommen haben. Zumindest von Schweden und Dänemark ist bekannt, dass sie die Gelegenheit dazu gehabt hätten. Im Kriminalistenjargon nennt man das Beweismittelvernichtung. Es war das deutsche 9/11, der erste kriegerische Angriff auf Deutschland seit dem 8. Mai 1945. Die Spuren, die wir zusammengetragen haben, weisen alle in eine Richtung. Geisterschiffe, Geisterflugzeug, die Vorbeifahrt amerikanischer Kommandoschiffe, die Bundesmarine mit ihren Spezialkräften in der Nähe des Tatortes. All das hätte früher Heerscharen von Journalisten zur investigativen Aufklärung angespornt. Von Report über Panorama bis zum ZDF-Magazin. Aber heute Schweigen im Walde. Es obliegt uns, Kompaktmagazin und Kompakt-TV, hier mit unseren Mitteln und dem Mut zur Wahrheit Licht ins Dunkel zu bringen, damit Deutschland nicht untergeht. Helfen Sie uns, am Ball zu bleiben bei diesem und bei anderen Themen.